Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es sind keine 48 Stunden mehr, bis das Fahrzeug laufen muss. Das wird ein interessantes Video, das wird ein wichtiges Video. Mal gucken, ob das klappt oder es in Hose geht. Viel Zeit für Fehlersuche ist auf jeden Fall nicht mehr. Aber wir sind tatsächlich so weit, dass der Motor 99% zusammen ist. Ölsystem ist komplett, Kraftstoffsystem ist komplett. Besuch aus Berlin ist am Start hier. Moin. Es ist jetzt Mittwochabend, 12:30. Und wir probieren jetzt das Ding zu starten, ne? Ja. So, als allererstes Thema Trockensumpf. Wir wollen hier mal eine Ölbefüllung machen. Chris, ihr habt doch bei euch in der Supra auch eine Trockensumpf drin, ne? Ja. Geht das so, was wir hier so machen? Oder? Ja, sieht abenteuerlich aus, aber ist jetzt nicht anders als im Auto. Okay. Wenn der Tank hinten im Kofferraum ist, hast du das ja auch gleich. Ja, die Leitungen sind auch von der Länge her ungefähr so, wie sie im Auto ungefähr, ja, ungefähr sind. Ja. Ja, und wie ist das jetzt? Macht den Tank voll? Nee, ganz voll nicht. Da ist so ein Schwellblech eigentlich drin. Normalerweise eine Füllstandsanzeige drin. Quasi, hier ist nochmal so ein Schwellblech, wo es hier reinläuft. Also würde ich sagen, so die Hälfte, ne, so die Hälfte genau. Aber deine drei Dosen hier, die werden nicht reichen. Wir müssen eine als erstes gucken, leider, weil das ist das Problem. Genau, man muss alles doppelt und dreifach gucken. Und ich sehe da unten eine Schraube drin und habe gerade Angst. Zehner? Sein muss. Einmal zu groß. Das ist bestimmt wieder Zoll. Kannst du gleich einmal nochmal zwei Werkzeug kaufen. Ja. Aber die ist auf jeden Fall zu. Stoppellos, ja. Aber. Kannst du lieber nochmal nachgucken, ne? Ja, gleich rausläuft. Okay. Also bei der Supra sind so 18 Liter drin. 18? Also der Tank soll 8 oder 10 haben, ich bin gleich wieder da. Ja, plus die Leitungen, plus mein Motor ein bisschen. Super. So, also war fest und war auch. Genau. Also. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das nicht kompletter Wahnsinn ist, was wir hier machen. Ja, mit den schönen Endrohren auf alle Fälle. Aber so, jetzt ist das Coole. Was auf jeden Fall schon mal geil ist, dass man halt einfach jetzt hier so extern Öl drauf machen kann. Das Rad läuft nicht so schön. Das ist die Welle. Krass. Das hört man ja sonst nie, ne? Okay, das heißt, der macht jetzt gerade schon Öl auf hier, ne? Ja, das sind ja Geräusche, die du so gar nicht hörst, ja, ne? Weil sonst immer der Motor... Ich dachte, es steht einer am Deck, ja? Das ist aber auch witzig. Cool. Okay, wegen dem Druck, ne? Lass uns den mal einmal rausdrehen. Gucken, was da rauskommt. Nee, nicht gucken, was rauskommt, aber mich würde es mal interessieren, ob da schon Öl angekommen ist. Mhm. Ja. Ja, was mich auch interessieren würde, das haben ja viele kommentiert, ob da sich da nicht Luftblasen sammelt. Weißt du? Weil sonst kommt da ja Öl raus, ne? Und jetzt drückst du ja nur gegen. Ah, da ja, haben sie auch nicht unrecht. Nee, du hast ja an den Lagern, hast ja Abnahme. An den Lagerstellen hast du ja Abnahme. Nee, ja, aber... Ja, klar, hast ja wahrscheinlich Luftblase. Aber ja, und das ist, ja, aber für einen Drucksensor ist ja wieder doof. Eigentlich. 24er Schlüssel hier? Oder nicht. Aber ich glaube, auf Dauer Luft rausbekommen wirst du eh nicht, weil jedes Mal, wenn du wieder abstellst, wird es ja wieder runterlaufen. Ja. Oh. Aber ist angekommen? Oh. Was? Vor allem, da war. Druck? Da war sogar Druck, ja. Kannst du einmal. Ja, gab es die gleich die erste Ölung von außen. Soll ich jetzt mal vorne drehen und die mal den Tag richtig versauen? Aber ich finde es witzig, dass da tatsächlich eben gerade scheinbar Öl noch Druck war. Weil es kam ja, ja es richtig, kam ja richtig du raus. Hast, ne? Du hast immer Druck drauf. Du hast ja im Ölfilter, hast du ja letztes Mal angeguckt, hast du reingeguckt? Ne. Da hast du diese schwarze Membrane gesehen. Und diese schwarze Membrane ist das Rückschlagventil. Die geht so weit, Öldruck da ist, drückt sie sich zu, damit der Motor quasi über den Ölfilter sich über die Pumpe nicht wieder entlüftet. Mhm. Ja, dementsprechend drückt er das ganz lange aus den Lagern raus. Umso enger dein Lagerspiel ist, umso länger dauert es, bis der Öl abgebaut ist. Also Öl gepumpt haben wir jetzt genug, ne? Ja, das sollte sein. Dann können wir den hier wieder startklar machen. Und dann lassen wir den mal ein bisschen über den Anlasser laufen.
Also wenn du hier hinten den Sensor rausdrehst und es kommt nichts raus an Öldruck, dann weißt du, du kannst unten aufmachen. Ich glaube, dann kannst du aber nicht nur unten aufmachen. Ich finde die Geräusche halt krass. Das sind ja sonst halt so Geräusche, die du nie hörst, weil der Motor ja immer dabei läuft. Ja. Ich dachte eben gerade beim ersten Mal, dass einer irgendwie von hinten am Motor kratzt oder so. So klang das. Ja, als nächstes würde ich sagen, Kabel am Anlasser schon drin, lassen wir mal ein bisschen orgeln. Ja, ist der Anlasser. Ach, okay. Ist das normal im Zahnriemen? Ja, wenn so leicht Eier, ne? Mhm. Siehst du oben rechts, guck mal. Da siehst du, dass er hoch steht. So, als ob er dann zu kurz wäre. So. Mhm. Ja, müssen wir mal beobachten. Oh, schlecht verarbeitet, ne? Mhm. Ich habe hier auch einen Tropfen Sprit abbekommen. Genau hier. Hier ist Sprit. Warum, wieso, weshalb auch immer. Vielleicht von vorhin noch? Das kann natürlich sein. Ja, hier steht auch was. Sieht zumindest so aus. Ja, das, was ich sagte, sieht aus, als wäre der so minimal zu kurz, ne? Also der Abstand zwischen den Zehen. Na, hier ist er wirklich lütt. Wir müssen noch ein bisschen spannen. Mhm. Ach, was liegt denn der jetzt hier an? Naja, kommt man nirgendwo leider. Weil die Schraube liegt ja auch an dem Johnny hier. Die macht ihn da und gibt ihm mal ein Ding so auf den Kopf. Kannst du mal einen kleineren Schraubenzieher nehmen? Dann, genau, der linken. So, guck mal, da kommt der noch. Den oder noch? Ne, genau, so ein bisschen. Nee, aber theoretisch, warte mal, ich mach mal in eine andere Richtung. Guck mal, ob der sich bewegt. Ja, geht. Der ist im Anschlag, das Ding. Der ist im Anschlag, das weiß ich nicht. Das ist wieder diese Scheißprobleme. Hm. Hatte ich schon mal. Ja, ich auch. Ich überlege gerade, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ich hab da was aufgeschweißt. Genau, ich hab an dem Hebel oben. Was aufgeschweißt, ja. Aber ist das so? Geht nicht zu lang? Muss er eigentlich? Oder rollt zu klein? Oder Köpfe und Block zu viel plant? Mhm. Wenn das alles weiter auseinander kommt, dann ist der auch weiter unten. Mhm. Also es kommt enger, ne? Mhm. Also auf jeden Fall, Problem ist, dass der hier schon ganz rausgefahren ist und im Anschlag ist. Aber, ich weiß nicht, ich sehe es jetzt nicht als so. Ja, er hüpft aber so komisch. Ja, ja, das ist nicht, dass er dann hier kurz mal... Ja, jetzt ja, ist gut, weil du jetzt halt nachgespannt hast einmal, ne? Mhm. Mhm, muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Mhm. Der hier läuft auch nicht schön. Mhm. Der will da runter. Aber da habe ich noch einen Wille runter. Das ist ja irgendwie nicht schief. Ja, das läuft alles noch nicht so richtig. Ich würde die Rolle gerne weiter. Also ich würde ihn gerne. Ihn erspannen. Oder anders erspannen. Nee. Weiter rein, ne? Mhm. So. Die kann natürlich auch sein, dass die Auflagefläche nicht plan ist hier, ne? Spitzzange? Nee, man hat ja eben vorhin schon gesehen, wie. Nee, die. Okay. Hat ja vorhin schon gesehen, wie es eiert. Da wird ja, definitiv. Ja, wird mit der Zange nicht besser. 17 Jahre nach. Aber jetzt ist noch mehr. Jetzt ist die Rolle schief. Was heißt schief? Die schief, die steht drauf. Aber ist ja erstmal egal. Jetzt steht sie noch da. Ja, warum ist die Hülse nicht gerade oder was? Nee, ich denke mal, Flex. Ja. Ja, die noch nicht mit Maschine gemacht habe, wegen der Flucht. Ja, okay, aber von der Theorie her sehe ich es eigentlich so, dass man mal einen Startversuch machen könnte. So. Ich würde sagen, Kabelbaum drauf und mal anreißen das Ding. Oh, ja. Bin gespannt. Das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich so ausgebaut einen Motor laufen lasse. Schön. Ja. Thema Elektrik, seht ihr in späteren Videos, wie wir Kabelbaum bauen und so weiter. Das hat jetzt vorher alles nicht mehr zeitlich nicht mehr geklappt. Deswegen kommt das später. Was machen wir? Thema Software. Kriegst du so einfach so Pi mal Daumen? Ich habe ja schon mal vorbereitet. Wie ist das eigentlich bei der, wir können ja beide Drosselklappen in die Max ECO reinmachen. Genau. Hat der irgendwie eine Art Anlernfunktion? Also wenn es dann zwei sind, ist das gleiche wie nur eine? Du musst beide anlernen. Aber kann, also grafft der irgendwie, dass der synchron auf und zu fährt? Kontrolliert er das irgendwie oder wie ist das? Ja, das macht er. Sonst schmeißt er gleich einen Fehler.
Also alles, was Drosselklappe ist und Gaspedal, das ist halt doppelt überwacht. Für Sicherheitsfunktionen, sobald er da ein bisschen aus seiner Toleranz raus ist, macht er gleich Notlauf. Öldrucksensor haben wir auch dran. Wollen wir nochmal gucken, was sein Öldruck aufbaut? Können wir machen, ja. Über die Pumpe, weil dann nehme ich den Riemen nämlich doch nochmal ab. Am meisten freue ich mich ja schon darauf, hier einfach demnächst mal aufzuräumen. Alles, was hier rumliegt, wenn das endlich mal zusammen ist und man es einfach alles... Ein Tag, ne? Ja. Aufgeräumt, ne? Einfach beiseite tut. Also einfach einlagert, wegpackt. Was machen wir, wenn gleich irgendwas schief geht? Feierabend. Bier ist auf dem Feierabend. Machen wir Kneipentour. Wir haben ja nach bestem Gewissen alles zusammengeschraubt. Ja. Ich bin zum dritten Mal gegengetreten mittlerweile, aber. Ja. Ja, komm mit, aber es ist schon schwer hier. Also langsam wird es ja auch eng. Ja. So, wir können auch mal anmerken, dass es inzwischen übrigens schon fast 2:30 ist. Das hätte sie Chris nicht sagen dürfen. Danke dafür. Ach, 2:30 ist ja noch human. Ja. Das ist 4:30. Das Wochenende war schlimmer, oder nicht? Da musste ich aber nicht arbeiten. 0,2. Wir waren schon 0,2? Ja. 0,6. Heftig. Dafür, dass es am letzten Punkt gemessen ist, ne? Dreh mal nur mit dran. 0,6, 0,7. Hä? 0,8. Ein Bar. Krass. Deswegen sage ich ja, für die Super machen wir einfach immer so einen Tanz. Da. 4,3 Bar. Wie ist die Pumpe überhaupt eingestellt? Ja, das wollte ich gerade überprüfen. Also die wird jetzt halt auf diese 4,3 gerade eingestellt sein. Das war nämlich die Überprüfung gerade, nicht dass das Ventil, also hinten an der Pumpe ist eine, weiß nicht, wahrscheinlich wie so ein interner Kurzschluss sein, der den Öldruck da regelt. Ja, mit einer Feder halt. Feder belastet und dementsprechend, wenn jetzt früher mal die Federn unterlegt in den Ölpumpen, dass sie mehr Öldruck machen. Mhm. Und hier hast du halt eine Einstellschraube dazu. Wenn die jetzt falsch eingestellt wäre, dann kann es passieren, dass wir gleich anmachen und 10, 12, 15 Bar hätten. Ja. So, aber so passt das ja. Das ist ja schon ganz gut. Oder einfach direkt der Schlauch abfliegt. 4 Bar waren das schon, okay. Aber dann ist er ja wirklich scheinbar relativ dicht, der Motor immerhin schon mal. Ne? Und das heißt, Chris, was geht jetzt hier? na, ich würde mal sagen, du machst jetzt einfach mal Klemme 50. Mhm. Ohne Sprit. Mhm. Dann gucken wir erstmal, ob hier ein Dritzer-Signal kommt. Also meinst du hier Zündschlüssel hier? Warte mal. Okay, ein Dritzer-Signal. Warte mal. Drehzahl ist dann schon wenig, aber Drehzahl ist da. Also, wie ist jetzt so mit Drehzahl und so weiter? Und passt alles, sagst du? Passt alles, ja, so dass es eigentlich kommen müsste, wenn du Sprit drauf gibst. Okay, was muss ich, also da stehen Feuerlöscher? Feuerlöscher schon irgendwie, ne? Ja, warte, ich. Ja, einer reicht ja. Ja, hier Flo. Weil ich bin ja noch frei. Genau. Ich halt einfach mal Kamera drauf, wenn es was brennt, ne? Die 100 läuft natürlich auch nicht so schnell und einfach. Was sagt er so vom Lock her? Siehst du aber, dass Drehzahl und so passt? Also wie viel Wiederumdrehung hat er gehabt? Das sind so 800 bis 70 Umdrehungen, das ist schon ganz schön wenig. Wie viel? 170? Nee, ohne die 100. Achso, es sind nur 70 Umdrehungen. Also eigentlich haben sie immer so 120. Ich hätte eher 150, 180 gesagt. Wenn der anders war, gut ist, dann... Weil das jetzt mit E100 ist natürlich schon... Ja. Oh. Schon mal ein bisschen in den Krümmer gehustet, der kleine Erde. Oh. Erste Flamme war schon da. Ja,
Booster-Pack schon wieder leer? Ja. Dreht doch so schwer, der Kollege. Ja, ich hab mich eher gerade Überhitzungsproblem. Oh. Das Kabel so warm. Das ja, obwohl es schon ziemlich dick ist. Also ich habe nur 100 Ampere Batterien, was auch. Komplett neu. Ne, vorne drin. Aber die ist nur so reingeschmissen. Also 10er Schlüssel her, ich hole die rein. Langsamer Drehzahl. Ich sage, das ist einfach nur zu wenig Drehzahl. Das ist das Problem. Ne? Ja, und dazu halt E100, ne? Ich hole die Batterie. Batterie geholt. Wir haben so ein bisschen das Spannungsproblem. Hoffentlich ist nichts am Motor, dass er so schwer dreht. Weil tut sich so ein bisschen schwer mit der Batterie. Aber wir gucken, was jetzt mit der hier geht. Nee, es hört sich aber schon echt ein bisschen schwer an. Irgendwie. Ja, der andere tut sich richtig schwer. Der wird das wahrscheinlich ganz schön warm sein. Eigentlich ein originaler Busch sogar. Das Kabel ist so komisch heiß. Das glüht quasi. Wir machen jetzt einfach mal den Test. Ich halte den Kollegen hier einfach mal dran und du versuchst mal zu drehen. Vor allem, hat er jetzt schon die Batterie hergezogen. Naja, hat aber jetzt von der Bahn nicht schneller gedreht, ne? Bitte? Hat er jetzt von Anfang an nicht schneller gedreht? Nee. Ja, das kann schon wieder anders sein, ne? Glaube ich, dass er jetzt so ein Mikro-Übergangs-Widerstand hat. Mein Gott, Mikro-Kabel. Anlasser Ausbau fällt heute flach, würde ich sagen. Bitte nochmal? Anlasser Ausbau fällt flach heute. Weil so warm ist, ne? Hast du ihn neu gekauft, oder? Mhm. Und diese? Nehmen wir die gleich. Dampf. 12,5 hat sie. Mal starten. Dann knallt runter bis auf 8. Und bricht voll zusammen. Anfassen. Ein bisschen abkühlen. Ja, aber davon wird er ja nicht besser dann anspringen. Weil er ja schon die ganze Zeit so schwach war. Ja, kann auch ein bisschen geschuldet sein von einer Batterie. Aber das ist jetzt zum Ende her hin schon ganz schön viel. Der ist in einer Sekunde da unten getauscht. Ich geh mal kurz gucken. Also der Anlasser ist immer noch so heiß, man kann ihn gar nicht anfassen. Also es ist, und ich habe wirklich keine schwachen Finger, was Wärme angeht. Okay, ja, jetzt ist der gute Anlasser aus irgendeinem Schlachtauto da drin. Ein Glück haben wir noch einen gehabt. Zwei Stunden später. Müsste jetzt sogar hinkommen, weil ich glaube, das letzte Mal, als Nikos Handy vorgehalten hat, war eine Stunde bei 1.30 Uhr. Man sieht es Nico auch, glaube ich, schon an. Ich bin topfit. Und Flo auch. Ja, bei mir geht es ja noch. Ich kann bis 13 Uhr pennen. Danke. Schwingungssensor ist warm. Wie? Ja, fass mal an. Das kann eigentlich auch kein gutes Zeichen sein. Cool. Er wird ja definitiv warm hier. Merkt man ja richtig. Das ist doch nur der Schwingungsdämpfer. Alles drumherum ist kalt, ne? Oder ist wegen der Reibung hier. Kommst du an eine Stromschale?
Nee, wenn er nur mit dem Finger durch das Loch, wo der Kupplungsschnuffi sonst sitzt, der ist nicht drin. Mach mal mich jetzt so, warte, ey. Doch schon ein bisschen spät, wa? Ich hab gerade richtig einen Schock bekommen, ey. Und wir haben noch nicht mal Bier getrunken. Merkst du das nicht? Ja, hier ist die Gabel noch. Ah, scheiße. Ja, unten kannst du anfassen, aber unten ist es kalt. Ja? Ja. Mal sehen, ob da überhaupt noch Drehzahl kommt. Ja, selbst der Anlasser wird schon wieder warm. Aber das war ja jetzt nichts, ne? Das war ja 2x10 Sekunden oder so, nicht mal, was wir jetzt georgelt haben. Probieren wir jetzt nochmal zu drehen. Aber jetzt quasi leichter läuft. Nicht, dass er quasi entgegenfunkt und deswegen mehr Druck braucht, weil er den einen Zylinder schon leicht durchfunken will. Dass er eins auf den Deckel bekommt. Wo ist er durch? Du meinst ohne Steuergerät quasi jetzt? Genau, jetzt kann er ja nicht zünden. Jetzt dreht er quasi nur. Das hört sich echt übel an, ne? Das hört sich nach schweren Anwasserlauf an. Mhm. Aber Späne fällt dir noch nicht raus, ne? Ist ja mit Hand eigentlich durchdrehen, ne? Kann auch schwer ist. Ja, geht ja nicht. Also muss ich hier vorne abbauen. Ja, tschüss. Also ja, er geht so schwer per Hand, dass ich Angst habe, die Schraube von abzuhalten. Mhm. Ja gut, an dem Alu-Ding würde ich nicht drehen. Aber meinst du, wenn du eine Reibung im Lagerbereich hast, dann wird die Kurbelwelle so schnell warm? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wovon soll sie denn sonst warm werden? Ist die Lichtmaschine warm? Ist die Lichtmaschine warm? Eiskalt. Aber du wirst ja Block tausendmal durchgedreht haben, ne? Laptop ist an. Hat schon so 40, 50 Grad hat er da vorne. Ja. Der Block hat sich ganz einfach drehen lassen. Also das einzige, wenn dann oben in Richtung Nockenwellen. Lagerböcke und so. Mhm. Okay, aber bis auf die letzten Böcke ging das ja auch gut. Ja, genau. Die müssten wir wieder halt rausnehmen. So, jetzt haben wir den mit Öl mehrmals gespült. Öldruck hat da. Warum soll er vorne reiben? Mit Hand ging ja easy peasy zu durchzuhalten beim Zusammenbau. Das hat ja auch bestimmt 5 oder 6 Mal zusammengebaut, ne? Ja, und auch als wir verstellt haben wegen Ventile. Letzt am Wochenende. Ging ja auch per Hand. Du kannst da am Schwingungsdämpfer per Hand durchdrehen, das ging ja. Ohne Probleme, ne? Next try. Machen wir der Drehzahl wieder. So langsam, dass er gar keine hat. Krass. Sportliche 4 Uhr. Ja, ich würde sagen, Feierabend. Tja, jetzt mal eben so, fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Nee, um das Komplette wieder radikal zerlegen, gucken, tun, machen. Weil Fakt ist, selbst wenn wir jetzt ein Auto hinstellen und 14 Volt hier reindrücken, es hat ja einen Grund, warum der mit 2 Batterien, 2 Anlassern und so weiter. Ja. Der Grund wird ja nicht sein, einfach nur, weil er Bock drauf hat. Tja, ja, ich würde sagen, das war's dann. Also das werden wir leider nicht mehr schaffen. Ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr. Und immerhin ist die Technik fertig, funktionieren tut sie nicht. Wir haben alles gemacht, was möglich war. Aber, ja, jetzt geht's ins Bett, schlafen, ausschlafen und dann gucken wir, wenn's in Ruhe, irgendwann weiter, würde ich sagen. Anders geht's nicht. So ist das mit dem Tuning. Monatelang geschraubt, tagelang geschraubt und am Ende funktioniert nicht. Egal. Tschüss, danke fürs Zuschauen.